Die Ernte. Zweifelt keinen Augenblick. Geht mutig euren Weg und ihr werdet das Ziel der Befreiung erreichen. Unabänderlich ist, am Ende siegt das Licht und es triumphiert die Liebe. Eure Taten, veranlasst und geboren durch euren lebendigen Geist, werden das bewirken. Zweifelt keinen Augenblick daran, dass sich am Ende alles zum Wohle aller entfalten wird. Wann ist dieses Ende? Ich sage euch, das Ende ist nah, sehr nah. Nah ist der Neubeginn auf einer neuen Erde, auf der wieder erschaffenen Erde mit wiedergeborenen Menschen. Es gibt Entitäten, die eignen sich nicht für das Zusammenleben. Es gibt Wesenheiten, die sind nur auf den eigenen Vorteil bedacht. Und es gibt Menschen, die stehen unter dem Einfluss dieser Kräfte und sie folgen ihnen in den Untergang und Abstieg. Zweierlei Ernten. Das Ausmaß der Ernte von Menschenseelen ist groß und es gibt zweierlei Ernten. Eine Ernte von Menschen, die ihr göttliches Bewusstsein wiederfinden und die zurückkehren in das Licht, und die andere Ernte, bei der die Menschen in die exakte Gegenrichtung wandeln und sich von Gott abkehren und der Finsternis zuwenden. Während die einen das Leben erlangen, werden die anderen vom Leben getrennt und abgeschnitten. An dieser Weggabelung steht jetzt der einzelne Mensch. Ein Vorgang, der seit Äonen vorausbestimmt war, für eine Zeit, die da kommt, für eine Zeit, die jetzt ist. Geliebter Mensch, halte dich durch deine Nähe zu Gott lebendig. Übertrage Gott dein Leben. Überantworte dein Sein der göttlichen Gnade. Kein Leid wirst du erfahren, sondern Segen und Freude. Kein Unheil wird dir geschehen, sondern Wohl und Glück. Keinen Schaden wirst du nehmen, wenn die Erde bebt, wenn es Feuer vom Himmel regnet und wenn das Wasser über die Ufer tritt. Ich bin unter euch, gekommen, um die göttliche Ordnung auf Erden wiederherzustellen. Du stehst unter meinem Schutz und du bist gesegnet, so wie die Welt gesegnet ist, denn Himmel und Erde öffnen sich. Wer Augen hat, der sehe, wer Ohren hat, der höre, wer lebendig ist, der lebe. Furoh, lass dich inspirieren. Babaji. Diese Botschaft von Babaji ist am 18.10.2022 beim Lichtweltverlag erschienen.